Der Friedhof von dem, was zum Arbeitshaus gehört hat, was ursprünglich auch der Friedhof vom Weißen Haus ist, was früher gebaut wurde, wurde dann im Rahmen der Baumaßnahme 1879 vom Arbeitshaus Rummelsburg wurde der Friedhof integriert und war als Begräbnisstätte genutzt. Wir haben auf jeden Fall eine Annonce, eine Zeitungsnotiz gefunden, wo 1931, wo drin steht, dass das noch ein belegter Friedhof war, was in der Nazizeit passiert ist, ob da noch Leute begraben wurden, das entzieht sich sozusagen unserer Forschungskenntnis. Also anyway, der Friedhof, der ist begrenzt hier durch die neue Straße, Karl-Winkler-Straße und Gerd-Löwenstein-Straße und ungefähr so hier von da aus 50 Meter rein hier in dieses Areal, wo das Verwaltungsgebäude steht und die Beamtenhäuser. Und zwischen Friedhof und Beamtenhaus waren dann noch die Gärten der Beamten. Und dann gibt es noch ein kleines, nochmal so ein Haus, also an dem Platz, also das Verwaltungsgebäude, die beiden Häuser, und da dahinter waren dann sozusagen die Beamtenhäuser mit Mehrwohnungen, wo die Aufseher gewohnt haben. Und dieses Areal, was wir jetzt hier sehen, also Friedhof plus Beamtengärten plus dieses Haus, ist im Rahmen vom Bieteverfahren jetzt abgeschlossen. Aber der Bebauungsplan, der muss noch mal neu beschieden werden, weil das ist Mischgebiet, also damit auch Gewerbegebiet, und das soll eine reine Wohnbebauung werden. Und das Berlin Campus Areal ist das Areal, das Areal, wo die 6 Zellengebäude waren, die jetzt umgebaut worden sind, und die Zwischenflächen wurden sozusagen auch nochmal genutzt. Und das ist unterm Makler-Image, das Projekt heißt Berlin Campus, und darauf bezieht sich das. Und dieses Areal, was du hier, wo du jetzt stehst und wo es ums geht, das ist sozusagen Areal, was jetzt auch verkauft werden soll und bebaut werden soll, aber gehört nicht ganz direkt zu diesem Berlin Campus. Und da hinten ist noch eine Polizei, hinter in den großen Beamtenhäusern, da ist noch eine polizeiliche Einheit drin, die wird auch noch weichen sein. Und ja, das sind halt mögliche potenzielle Orte, wo ein Gedenken möglich ist, den Asozialen am originären Ort. Weil die Geschichte der sozialen Ausgrenzung ist natürlich auch eine sehr eng verknüpfte Geschichte mit dem Arbeitshaus und natürlich die Ausmerzung der sogenannten nicht funktionierenden Unangepassten, der sogenannten asozialen Dritten Reich, ist natürlich einmalig, was da im NS passiert ist. Und leider ist über diese Geschichte ganz wenig bekannt. Ja. Armutsgeschichte ist eine Geschichte, ich glaube, die muss noch geschrieben werden, die Geschichte der Asozialen im NS, was ja ein Aspekt davon ist, die ebenfalls.